Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Home Tank Simulator 3. Und ein Abo oder Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so wenn ihr euch dazu entscheiden solltet. Wir gehen mal ganz kurz gucken, was da unten ist. Redest du das nur mit Lane mit mir? Ein Gleitschirm. Gleitschirm, ja. Wir müssen aber die Baumfreaks noch hier. Oh mein Gott, jedes Mal, wenn ich die dann öffne, Vorsicht. Da unten ist Minigolf. Wollen wir Minigolf spielen? Hier ist Multiplayer-Spiel, Minigolf. Haben noch gar nicht gemacht, Requisitengolf. Ja, lass mal machen. Wie funktioniert denn das? Man muss beitreten, glaube ich. Und jetzt. Hab ich? Requisitengolf. Der Erste, der seine Requisite rüberbringt, gewinnt. Was für eine Requisite? Was hier rumliegt, vermutlich. Ah. Mülltonne. What? So. Oh, Cheater. Alter Cheater immer. Immer diese Cheater, oder? Ich bin hier die Alpha-Ziege. In deinen Träumen vielleicht. Guck mal, da habe ich sogar einen Pokal bekommen. Das ist meiner, geh weg. So. Das ist mein Pockel. Mein Pockel. Alter, hier ist ein offener Grill, ein offenes Feuer und Benzinkanister. Hast du die gleiche Idee wie ich? Ich musste gerade wieder an Michael Santos denken. Michael Santos, guten Abend. Fancy 7, der Krabbe in Sendung, Krabbe. Und der andere Typ mit dem Pockel. Das ist ja mein Pockel. Oh, schöne Pockel. Weil er dann gemerkt hat, was draufsteht. Scheiße Sendung. Oh Mann. Oh. Das ruft Erinnerungen hervor. Ja, rest in RIP, Alter. Michael Santos, ja, ey. Legendärer Mann. Wirklich. Bester Mann. Wir müssen auch diese komischen Baumfreaks finden. Ich glaube, die sind nicht hier, sondern die sind auf der anderen Seite. Ne? Oh mein Gott, das Fahrrad hat mich gerade komplett weggewusst. Kann man Fahrrad fahren? Ja, du musst aber auch so dann balancieren dabei. Das ist ein bisschen anstrengend. Alter. So, hier müssen noch irgendwo die Hippies sein. Die werden hier wahrscheinlich irgendwo in den Bäumen chillen, ne? Hier ist noch eine Statue. Da müssten halt so kleine Bäume sein, aber die halten hier auf, davon zu wachsen, die Hippies. Weil sie die festhalten, ne? Mhm. Diese miesen Schweine. Diese miesen Hippies. Ja. Ich glaube, hier hat man zuletzt eingefunden. Hier steht's auch wieder. Hol diese stinkenden Hippies von den Bäumen. Diese stinkenden Hippies. Das ist das, was das Spiel gesagt hat. Ja. Die hat sich hier einfach selbst abgefackelt. Das war nicht wir. Oh, hier ist so eine Statue. Pockel. Aber wo sind denn diese so von Hippies? Weil hier ist jetzt, hier habe ich das weg. Jetzt nicht mehr. Ah, das stimmt. Ich bin voller Mineralöl. Du alter Mineralöl, Mogul, du. Gib das Öl raus hier. Gib's doch zu, du bist doch verantwortlich für die hohen Ölpreise. Gib's doch zu. Ja. Du alter Ölmogul. Wenn ihr wissen wollt, wer dafür verantwortlich ist, das ist alles der Home Tanks. Das ist wirklich so. Ja. Ich lüge euch nicht an. Ja, ist echt so. Ich bin der reichste Mensch der Welt. Ja, der besitzt alle Ölquellen der Welt. Ja. Ihr dachtet immer, Saudi sein lassen. Nee. Nee, das sind die Über Tanksies. Den Saudi steht der Home Tanks. Ja. Die Saudis müssen an mich abdrücken. Ja. Über PayPal. Drücken wir richtig ab hier. Das sind richtige Geldsklaven. Ja. Ich bin so reich, dass selbst Jürgen an mich abdrückt. Was machst du denn da? Ja, ich glaube, wir müssen hier irgendwo runter zu den Bäumen, oder? Ich weiß es nicht. Ah ne, hier ist es auch wieder weg, ne? Ja. Aber jetzt hier unten ist es wieder. Ja? Ja, ich habe es wieder angezeigt. Baumumarmer. Ah, hier ist einer. Hier ist einer. Oh ja, ich sehe ihn. Cock ihn richtig weg. Soll ich? Ja, cock ihn. Bams.
Aber scheinbar, doch nee, doch, wir haben beide den gleichen Fortschritt auch. Das ist cool. Piss dich doch mal, Hippie. Ey, da ist eine Rampe, ne? Ja, wir bräuchten nur ein Auto. Was davon sieht schnell aus? Das Rote? Ja, Rot sieht doch flitzig aus, oder nicht? Ja. Ja, irgendwie schon, ne? Suggeriert mir auch, dass es schnell ist. Was war das? Ja, das war ein Stuntjump. Ich habe gesagt, dass die Rampen werden benutzt. So, jetzt müssen wir noch mehr Hippies finden. Also hier sind alle Bäume klein, aber kein Hippie hängt dran. Ah, hier, die Anzeige ist auch noch nicht da. Wobei die Minispielanzeige könnte vielleicht die andere verstecken, das könnte durchaus sein. Weil hier ein Minispiel ist. Bigfoot gesichtet. Ah. Beweise das Unbeweisbare. Big feet upset me. Das darf man auch die Füße, die Schüsse nicht hören lassen. Da ist ein Hippie. Wir müssen einfach beide hingleiten. Und hier ist noch so eine. Oh, das ist das. Ist das Bigfoot gewesen da? Nee, das ist ein Maulwurf. Ah, okay, der pusht einen hoch. Oh mein Gott. Geht doch. Okay. Hm. Ja, vielleicht ist hier vorne dann mehr Hippies. Lass mal hier weiter gucken. Bis jetzt habe ich immer noch. Jetzt rennt dein Tiger auch wieder auf dem Arsch. Warte mal, vielleicht hier oben? Irgendwo. Was ist hier? Warning. Ich kann mir vorstellen, bei der Bigfoot-Quest, dass wir unten Menschen in einem Bigfoot-Kostüm finden müssen. Oder wir müssen es zum Cosplay-Wettbewerb und Furry mitnehmen. Warum wird denn das... Ja, weil da unten in der Gegend irgendwie... waren die andere Farben oder so. Hier oben ist Eis. Hier ist so ein riesengroßes Stück Eis. Und hier ist eine Ziege. Was ist das hier? Oh mein Gott, das ist rutschig. Wo ist denn die Ziege? Warum sind hier... Ich weiß nicht, was das hier ist. Irgendwie müssen wir das jetzt hier wegmachen. Ja, warte mal, hier sind so Ventilatoren, ne? Ja. Also die kühlen das oder was? Deswegen müssen wir die wegmachen oder wie? Keine Ahnung, ich bin nicht schlau genug. Kann man dagegen schlagen vielleicht? Ja. Oder muss man das mit dem... kann ich das mit dem Laserstrahl schmelzen? Ich glaube nicht, dass man Items braucht dafür. Ich glaube, man muss immer mit der Umgebung irgendwas machen. Oder Sachen, die halt direkt hier liegen. Hm. Oder sich selbst in Brand setzen zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, wie wir uns hier oben in Brand setzen sollen. Wir bräuchten hier halt irgendwie sowas Lava-mäßiges, ne? Sag mal, was ist denn das da unten in der Farm? Das sieht aus, als wenn da eine Waffe schwebt. Siehst du das? Das ist ein Multiplayer-Ding wieder. Achso. Wir müssen auch die Baumtypis sammeln. Wir lassen uns so sehr ablenken. Hm. Da vorne. Okay. Lass mich gerade schon wieder ablenken. Da vorne ist jemand mit einer Kamera. Und die filmt gerade. Der filmt gerade irgendwie da jemanden, der da steht und. Wir wollen dir noch eine gute Aufnahme geben, oder? Warte mal. Was macht denn der da? Der steht da mit dem Kreuz? Ich weiß es nicht. Oh, ich hab's nicht bekommen. Ich muss es nochmal machen. Das müssen wir aber die Hippies finden. Wir müssen das mit den Hippies mal erledigen. Ja. Die Sachen sind oft sehr lustig. Ich habe zum Beispiel auch schon Wolfenstein 3D hier drin mit alten Obas gehabt. Es gibt hier echt lustige Dinge. Und ich kann mir vorstellen... Da steckt ganz viel Liebe drin, ne, in dem Spiel. Ja. Und viele Referenzen an andere Videospiele. Oder an einfach allgemein Videospiel-Jokes. Das Leben als LOD zum Beispiel. Ach, das Intro war doch auch schon Weltklasse mit Skyrim. Ja.
Das stimmt wohl. Aber wir müssen auch irgendwie die baumliebenden Hippies finden. Ja, Zack, da wollen sie die ganze Zeit nur Bigfoot gesichtet hier. Neues Event, Vogelbeobachtung. Okay. Und jetzt warten wir. Ach so, du musst das weiter beobachten dann, oder was? Ich kann das Ding noch nicht mehr bedienen. Achso, aber du es bedienst, oder was? Ich glaube ja. Also da steht einfach nur und jetzt. Oh! Oh mein Gott! Was war das? Der war ja riesig, Alter! Oh mein Gott! Alter, was war das denn? Das haben die Leute Spaß auf YouTube, weil sie mich erschrecken sehen. Oh, fantastisch, der war ja riesig! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Willst du auch nochmal durchgucken? Ich glaube, das passiert ist nicht normal, aber ich kann dann gerne mal versuchen. Ich habe ihn ja gesehen von hier aus. Kann man überhaupt. Nee, man kann es nicht bewegen, ne? Nee. Ah, nee, warte einfach mal ab. Ich bin mal gespannt, von wo aus der ankommt. Spawnt er denn einfach, oder? Ja. Falls es nochmal passiert. Oha! Da! Alter, der ist riesig! Ja. Da kannst du dir vorstellen, wie ich mich erschrocken habe, weil ich habe den noch größer gesehen als das scheiß Ding. Dann war der ganze Bildschirm links voll von so einem riesen Vogel. Aber was ist hier los? Ich dachte, jetzt krieg ich einen Pockel. Ein Pockel? Mhm. Ich will einen Pockel. Hier haben wir wieder Hippies, wo ich gerade bin. Okay. Sind wieder Hippies. Nice. Also ja, wir müssen hier Hippies sein. Stinken. Jetzt sind sie Hippies wieder weg. Ha. Muss hier vorne sein. Ja. Ich merke schon, du bist eine Ziege. Ja. Dann ist das hier, oder was? Nee, Beweis, das Unbeweisbare ist hier wieder. Ganz schön weird. Da vorne ist noch eine Statue. Was ein bisschen blöd ist, dass diese beiden Quests auch an dem gleichen Platz liegen irgendwie. Mit Bigfoot und den Hippies. Hallo, Mithril. Schön, dass du da bist. Oh. Ich sehe da oben diesen schönen, bunten Heißluftballon, ne? Ja, ich habe einen Hippie gefunden. Oh, warte, ich komm. Da, wo der Baum wächst. Ja, ich hab's gesehen. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt für mich auch gezählt hat. Also, das musst du mal gucken, aber ich glaube, der wird auch für dich gezählt haben. So, wir können den anderen Hippie. Das muss ja in dem Wald hier drin sein. Ja, einen Baum brauch ich noch. Mal gucken, hier vorne. Guck dir das mal an. Was? Hier protestieren Hippies gegen Mount Dudes. Und hier hackt der einfach so Bäume weg. Völlig surreal. Ich weiß nicht, so ein bisschen hat das ja auch was von Postel, vom Humor, ne? Ja, so ein bisschen. Also eigentlich fehlt nur, dass ich als Ziege die Leute auch anpinkeln kann. Ich glaube, dann wäre das ein 10 von 10. Was? Vielleicht gibt es ja auch ein Item oder ein kleines Stück, mit dem das geht. Das wäre 10 von 10. So, also hier sind, glaube ich, keine Hippies mehr. Zumindest nicht, wenn wir in die Stadt gehen. Den letzten Hippie zu finden. Der kann ja überall sein, der Hippie. Der kann sich ja überall verstecken. Oh, hier ist eine Höhle. Kommst du her? Ja, klar. Oh mein Gott. Bärenspin. Okay. Da ist ein Bär drin. Kann den da raustriggern? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das ist einfach nur, um dich zu erschrecken. Meine Frage ist nur, wo ist der Hippie? Rennst wieder auf dem Arsch gerade. Sieht witzig aus. Ja. Ich kann's mir leisten. Ich bin jetzt sexy. I'm sexy and I know it. Ja. Als Ziege? Ja, klar. Ich könnte jetzt einen politisch inkorrekten Joke machen. Über Regionen auf dieser Welt, wo eine Ziege. Achso, ja. Aber so Sachen mache ich natürlich nicht. So Sachen würde ich niemals sagen. Niemals.
Nicht mal als Witz, weil das wäre ja ganz, ey, ganz schön. Guck mal, auf diesen Windmühlen sind ja, jeweils auf den Leitern. Ja, ja, ich weiß. Da oben sind Dinger, aber das ist ein anderes Ding wieder. Dann lassen wir uns schon wieder ablenken von den Hippies. Hier ist noch so ein Pockel. Bei ja, mir. Mal eben das erste Ding hier oben kaputt. Also gehst du da jetzt doch rauf? Okay, dann gehe ich auf das nächste. Saubere Energie. Windturbinen aktiviert. Aber lustig, dass die Windturbinen da oben Batterien drauf haben. Okay, die hier hat keine Batterie. Doch, doch. Musste, ach so, schon weg. Okay. Ah, nicht jeder hat Batterien, okay. Ah, lustig, die keine Batterien haben, drehen sich nicht. Ich glaube, wir sollen die ja aktivieren, oder? Dann müssen wir hier eine Batterie reinkriegen, aber wie das denn? Nee, ich glaube eher, man muss die... Also nicht stimmt, das wird aktivieren. Aber ich mach sie trotzdem gerne kaputt. Ja, aber dann kannst du hier reinbekommen, ja. Moment, da muss ich... Es kann sein, dass ich das schon verkackt habe, weil ich muss dann aufpassen, dass ich die Sachen nicht runterfallen lasse oder so. Vielleicht findest du auch unten am Boden noch irgendwo eine Batterie. Du kannst sie ja andecken und dann gleich damit nach oben nehmen. Du musst ja nur die zwei ausgefallenen aktivieren, darum geht's ja. Oh. Nee, die ist hier wieder drin. Ja, natürlich nicht da reinsetzen, das funktioniert natürlich nicht. Es muss aber zu einer gehen, die von vornherein aus war, das ist das Problem. Ja, wahrscheinlich die beiden blauen hier, ne? Möglich. Nee, ja. Nee, ich hau die Witze nicht raus. Glaub mir. Ja, die ist an. Wo ist denn die andere Batterie hingebaut? Das weiß ich nicht, ich hab alle rausgeschmissen. Ich war sehr eifrig beim Entfernen von Batterien. Ich hab hier eine gefunden. Hast du eine? Ja, ich hab eine. Ist noch eins da, ein Teil. Ist noch da? Ja, eins. Eins noch? Eins noch. Er muss hier in die blaue rein. Ja, ich weiß, ich bin auf dem Weg. Ja, ich mein. Ich weiß. Ich mein. Bitte sagt nein. Wie du da mit dieser Batterie einfach hochkletterst, ne? Ja, ne? Oha, Tür auf. Die Villa geht auf. Und? tschüss, Hom. Was? Ich fliege jetzt zum Weltraum. Hi, Astrotan. Kommst du auch hier hoch? Ich wüsste nicht wie. Nicht? Nee. Also ich bin hier oben. Die Bude ist ja sogar auf, ne? Du kannst ja, in das Haus rein. Aber leider ist das keine... Oh, ho, 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 ho. Aber warte mal, ich kann mich... Ich hab was Schönes gefunden. Ja. Was ist das denn? Wo der Kribbler. Was ist das? Greetings, Mr. Snusk. Sollte man den Forts deaktivieren hier? Rauspacken. Was? Ich hab irgendwas gemacht. Du hast alles kaputt gemacht. Oh nein, Hom hat alles zerstört. Hom hat wieder alles kaputt gemacht, das ist unfassbar. Hom hat einfach alles kaputt gemacht. Was passiert, wenn man sich jetzt hier wieder in den Warp stellt? Wo landet man? Greetings, Mister. Diese Plattform ist woanders jetzt, die ist bei Ikea. Okay. Das ist ein fetter Laser. Ich finde es auch schön, wie der verbuggt ist, wenn man läuft dabei, dann bleibt die Kugel zurück. Finde ich super. Tausch den mal aus gegen den Schirm. Der Gleitschirm ist irgendwie voll praktisch. Zusammen mit dem Furz-Ding. Okay, was passiert, wenn wir jetzt hier nochmal auf den Button gehen? Finden wir es doch raus. Dann teleportiert es sich vermutlich wieder woanders hin. So, ich wechsle auch mal ganz kurz die Sachen. Gleitschirm ist schon sehr praktisch, ja, das stimmt schon. Ich will ja nichts nachstehen, deswegen muss ich natürlich dann auch den Taco Tuesday wieder aufmachen. Und zu Ikea? Nee, wir müssen noch einen Hippie finden, oder? Ja, das mit dem Hippie, da müssen wir jetzt ein bisschen laufen, sobald hier vorne. Da können wir machen. Kunststückchen. Achso, das habe ich schon gemacht. Aber das kannst du gerne auch noch machen. Mir ist das was denn? Das Kunststückchen. Hilft dabei, die Skulptur zu erschaffen, meinst du? Hm, aber musst du nicht unbedingt machen. Was muss man denn da machen? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
glaube, du musst so Ringe dran machen. So Schwimmringe und sowas. Ich gucke jetzt gerade beim Wald wegen Hippies. Wieder nicht, ist wie ein ADS-Kiddy wirken. Wir sind ADS-Kiddies. Was ich nicht irgendwie 5 Minuten auf eine Aufgabe konzentrieren kann. Das klingt nach uns. Das klingt nach dir. Das klingt nach einem Du-Problem, nicht nach einem Ich-Problem. Nee, ich glaube, das klingt eher nach einem Du-Problem. Ach so, weil ich dich ertragen muss, das stimmt ja. Ja. Da gebe ich dir recht. Den her. Ja, ihr müsst wissen, ich bin der Betreuer von Hom, deswegen muss ich ihn ertragen. Ja, du bist mein gesetzlicher Betreuer. Ja. Ich bin so ein bisschen retarded, deswegen musst du auf mich aufpassen. Kunststückchen. Ich krieg dafür auch nochmal Punkte, obwohl du es machst. Ich hab's ja schon gemacht. Und wer dein Betreuer ist, Mithril, ich weiß nicht. Such dir einen. Vielleicht macht die Wusi das ja für dich, aber die hat Kinder. Ich glaube, da ist. Das kannst du knicken. Die hat, glaube ich, keinen Bock auf ein erwachsenes Kind. Also noch ein zusätzliches Erwachsenes. Welche Frau hätte nicht Bock auf ein Manchild? Ich glaube, die hat genug mit den eigenen Kindern zu tun. Ich such den Hippie. Wo ist der Hippie-Mann? Ja, ich such ihn auch. Ey, dieser Heißluftballon, ne? Da kann man so eine Schnur hingrinden. Ja. Da müssen wir als nächstes gleich mal hin, aber jetzt erstmal den Hippie finden. Erstmal den Hippie finden. Die Leute wollen sehen, was passiert, wenn wir die Hippies machen. Sei aber nicht so frech, hier wird hier gesagt. Ja, sei aber nicht so aufdringlich, Mithril. Junger Mann hier. Ja, junger Mann hier, also wirklich mal. Nimmst du aber ganz schön viel raus, du junger Mann. Junger Herr. Ist ein bisschen viel, was du dir hier rausnimmst, ne? Und was wolltest du sagen? Die Grafik? Warum die Grafik hier an einer Stelle so komisch ist. Ja, die ist halt manchmal ein bisschen komisch. Es ist ein Shit-Spiel. Aber ich habe ja schon gesagt, es ist so scheiße, dass es halt wieder gut ist. Und das ist das Konzept. Mega. Es ist mega. Ja, eben, weil es so scheiße ist, dass es einfach wieder gut ist. Nein, das ist auch nicht scheiße, das kann man nicht sagen. Es spielt sich besser als Dying Light 2? Ja. Ja, das stimmt. Aber das ist auch nicht schwer. Da musst du auch schon sagen, ne? Also beiße von dem Holzfällerhut ab. Aha. Das muss ich alles noch machen dann, aber erstmal muss ich den Hippie finden. Der Hippie ist gerade das Wichtigste von allem, aber wir finden einfach den Hippie nicht. Das ist unfassbar. Irgendwo muss doch dieser doofe Hippie sein. Das kann doch nicht angehen. Ich sehe da schon Leute dann irgendwie rausschneiden, meine Sätze. Irgendwo muss doch dieser blöde Hippie sein und dann irgendwelche Sachen zusammenschneiden von mir. Wie ich mich irgendwie Hippies aufrege oder so. Das aus dem Kontext zu schneiden und so. Wo ist dieser blöde Hippie? Ich weiß es nicht. Ja gut. Odyssey ist so schlecht, dass es halt einfach schlecht ist. Das ist richtig. Das ist einfach so schlecht, dass es einfach schlecht ist. Das gibt's auch. Ja, es gibt auch schlechte Spiele, die schlecht sind, ja. Ja. Das Problem, also das Ding ist, das Spiel ist ja freiwillig schlecht. Also das ist ja Absicht. Also sagen wir nicht schlecht, sagen wir dumm. Das Spiel ist freiwillig dumm. Aber da drin ist es ziemlich gut, dumm zu sein. Ey, ich finde hier auch keinen mehr, ne? Ich suche auch schon wie wild nach einem Hippie. Man sieht's ja bei mir. Ich suche die ganze Zeit nach einem Hippie. Ich mache auch die ganze Zeit schon hier Hippie-Schreie. Also Mäh, weil dann will der Hippie ja hinten drauf. Also ich denke Natur. So wie die Natur das vorgesehen hat. Ziegen besteigen. Weil Ziegen besteigen ja Berge. Also. Ist das so dein Ding? Berge besteigen? Nee, so schon. Ziegen? Ziegen. Ja. Ja, Ziegen besteigen Berge. Das stimmt, da hast du recht. Ja. Das ist so wahr. Ja, so ein paar Hippies, also die Hippies kann ich mir gut vorstellen, dass das für die. Warte mal, hier ist. Ohne Berge. Hier habe ich jetzt wieder die. Hier triggert er bei mir jetzt wieder diese Einblendung. Hippies. Achso. Ja, ich bin hier wild am Rumlaufen.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das immer eingeblendet wird, wenn man in der Nähe ist. Machst du da? Dass das, weil ich die Zone wechsle, dass die Instinkte wechseln. Da vorne ist noch eine Statue, ich nehme ich auch noch mit. Bam, 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 bam. Hm. Ich sehe deinen Namen wieder. Ich glaube, die Wusi ist auch schon gar nicht mehr da. Ich glaube, die Wusi hält das nicht aus, was wir hier machen. Die denkt sich auch nur. Die hat schon Kinder zu Hause, die denkt sich jetzt auch, also sind Spielkindern hier zuzuschauen, das kann ich nicht. Hol die stinkenden Hippies vom Baum runter. Ich hab's auch wieder. Jetzt ist wieder weg. Sehe aber keinen stinkenden Hippie. Jetzt ist wieder weg. Ganz schön weird. Wurde gerade von einer Satellitenschüssel eingesaugt. Ja, das ist normal. Das passiert hier im Spiel. Regelmäßig. Ich bin beim Zoo. Ja, da war ich auch schon. Hier liegt ein riesiger Haufen Kacke. Leck doch dran. Dann weißt du vielleicht, was das Tier gegessen hat. Dann kannst du einordnen, was es für ein Tier sein muss. Das hat nichts gebracht. Nicht? Was glaubst du denn, was für ein Tier es war? Nashorn. Rosie ist vermisst. Ja. Dann such mal Rosie. Muss wahrscheinlich den Kackehäufchen folgen, oder? Möglicherweise. Du weißt, dass ich Rosie schon hatte. Na, hier kann das nicht sein. Ist auch immer noch den Hippie übrigens. Ich glaube sogar, dass ich das gleich einfach ohne Safari aufmache, Overall. Ja, hab ich auch alles schon. Hab ich alles schon gesammelt. Oh mein Gott. Da sind ihre Kackehaufen. Ich habe schon 13 von 19 Statuen hier, aber ich habe den Hippie wohl noch nicht gefunden. Das ist schon hart belastend. Die junge Hippie-Generation sagt ja jetzt Belasto. Alter, die kicken Rosie. Die Schweine, töte sie. Vertreibe sie natürlich. Töten tun wir hier niemanden. Das werden wir niemals tun. Niemals. Ich guck grad mal auf der Karte, ob man da irgendwie sehen kann, wo das mit den Hippies. Okay, das soll eher bei der Sägemühle in der Richtung sein. Was ja Sinn macht. Kann ich Rosie einfach mitnehmen oder mit anlecken und dann soll ich sie zurückbringen? Ja, mach das doch. Frag doch nicht, mach da einfach. Jetzt schleppe ich hier dieses gefühlt tote Nashorn durch die Gegend, Alter. Das ist kein Nashorn. Kommst du darauf, dass das ein Nashorn ist? Das ist eine große Ziege, ne? Nee. Das ist eine wütende Ziege. Wo war denn ihr Gehege? Da, wo das die Wand eingerissen ist. Ich hab's gerade gesucht, sorry. Ich hab den Hippie gefunden. So. Jetzt bin ich auch zu Rosie geworden. Aber ich hab den Hippie gefunden. Ja? Ja. Hippie ist weg. Flower Power, neue Ausrüstung.
Ja, das war das Hippie-Ding. Uff. Uff. Ich komme hier nicht mehr raus als Rosie. Muss mal wieder umwechseln. Superfane, danke, da, aber wir haben es ja gerade gefunden, zum Glück. Zum Glück haben wir den letzten Hippie hier noch gefunden. Jetzt ist nur die Frage, finden wir uns gegenseitig wieder? Kommen wir zum, weißt du, wo der Damm ist? Dann komm zum Damm. Zum Damm? Ja, der Hoover-Damm. Da willst du hin? Ja, da bin ich gerade, deswegen kannst du hierher kommen. Ach so. Du bist ja weg. Warte. Ich hab nur die Hippie-Mission weitergemacht. Was? Haben wir nur die Hippie-Mission vollendet, die wir ja vorhatten zu beenden. Aber das ist beim Hoover-Damm? Ja, in der Nähe ist das, ja. Wir können eigentlich ins Sägewerk gehen oder so. Ich weiß nicht, ob es beim Hoover-Damm hier noch was Interessantes gibt, aber bestimmt. Irgendwas wird es hier geben. Bam, badam, bam, badam. Da-dam, 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 da-dam. Man kann auch irgendwie von einem Wal gefressen werden, laut Trailer. Da bin ich auch mal gespannt. Ich bin schon rausgeschwommen, ob es nichts passiert. Muss mal. Nur zurückteleportiert wurde halt. Okay, ich versuche mal zum Hoover-Damm zu kommen. Mach das. Am Hoover-Damm gibt es 8 Statuen insgesamt, okay. Okay, ich fliege gerade leider zu weit. Scheiße. Hast du Jetpack rausgepackt? Ja, ich hatte die wahnsinnige Hoffnung, dass ich nicht so weit fliege. Ja, kann man wohl nur sagen, Satz mit X. Boioioioing. Boioioioing. So, was ist das hier? Oh, warte mal, hier ist so eine Satzschüssel. Ich glaube. So. Das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Wenn wo bist du? Hier ist. Hans! Hans! Wo sind sie, Hans? Ich furze schon blubbernd. Da kommt schon was raus, ein Stückchen. Hans! Oh, Hans. Da bist du ja, Hans. Oh Gott, wir müssen diese Rampe fahren. Oh Gott, können wir bitte mit irgendwas... Mit was kann man diese Rampe... Alter, ich will diese Rampe fahren. Egal mit was. Diese Rampe fahren willst du? Ja, also ich will nicht Beifahrer sein. Du fährst. Hier sind Autos. Aber das sehen wir im nächsten Part, oder? Würde ich sagen, ja. Aber wir müssen auch richtig schön anteasern, indem wir da schon mal uns Position geben. Und dann fahren wir erst im nächsten Part los. Also du möchtest sagen... Du möchtest du hast mich rausgeschmissen. Ja. Du möchtest das jetzt positionieren. Ja, das schmeißt mich schon wieder raus. Du musst gedrückt lassen. Ah ja. Ich positioniere das Auto schon mal so, damit ihr euch vorstellen könnt, was im nächsten Part passiert. Ich hab gehupt. Kann mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich nicht gehupt hätte. Ja, ja. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer was Besseres in eurem Leben. Euer Potato Pet und euer Home Tanks verabschieden sich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.